Ja, ihr Lieben, und damit ganz herzlich willkommen zurück zum Let's Wimmel von Endless Fables. Und ich denke mal, wir bewegen uns doch langsam auf das Ende zu. Wir haben wieder einen weiteren Teil von unserem Labyrinth-Puzzle hier gefunden. Und bekommen einen roten Hebel. Und damit halt sollten wir jetzt theoretisch schon in das Schloss reinkommen, denke ich mal. So. That's it. The castle is open for business. Ja, dann. Rein. Ah ja. So, erstmal gucken, ob wir wieder irgendwo Sammelgegenstände finden. Ja. 3 von 7. Ernsthaft? Habe ich so viel übersehen? Wäre peinlich. Von der Kanzel aus kann ich die Treppenstufen besser sehen, aber ich muss zuerst ihre Tür öffnen. Was ist das? Wächterstatuette. In dieses Schloss gehört ein Stiersymbol. Mensch, das habe ich ja noch gar nicht gehört. So, was haben wir denn hier noch alles? Okay, Treppenstufen. Ich muss sie erst richtig anordnen. Halt! Ich will noch nicht raus. Was haben wir denn hier noch Schönes? Halt! Ich will noch nicht zurück. Ja. Was ist wohl in dieser Truhe versteckt? Ja. Huch! Die Klinge hat mir fast die Finger abgeschnitten. Das war ganz schön knapp. Boah, jetzt hab dich mal nicht so. So, die Krone kriege ich nicht ab. So. Das kriege ich auch nicht. Kann ich da vielleicht die mechanische Eule zwischen reinklemmen? Nein. Darf ich nicht. Codefragment. Hm. Na gut. Ich gehe erstmal hier zu dem Miniaturdings zurück. So. Eingerahmter Code. Sehr schön. Die Frage, was mache ich jetzt damit? Jetzt mal ohne Scheiß, was bringt mir dieser Code? Habe keine Ahnung. Hm? Code? Ja, vielleicht. Code? Nö. Eule? Hm. Kann ich hier noch was machen? Irgendwas ist noch mit den Schilden? Und unter Baum, ja, schön. Hm. Irgendwas übersehen? Ach so. Ach ja, darum mechanische Eule, mein Gott. Stiersymbol. Oh, ein Aufziehschlüssel, um meine kleine Freundin anzukurbeln. Ah, okay. Ey, wir behalten mal was, das ist auch mal was ganz Neues. Passiert ja auch nicht so häufig. Ja, okay. Jetzt kommen wir erstmal zumindest in die Tür rein. So. Wähle die Knöpfe auf, um sie in der angezeigten Reihenfolge für jede Reihe auszurichten, von oben nach unten. Durch die Bewegung eines Knopfes werden möglicherweise auch andere bewegt. Gott, sowas. Ach, das mag ich ja gar nicht.
Warte. Nee, das war gerade falsch rum. Nee. So. Und... So. Ja, das... ging doch ganz gut von der Hand. So, die Halle ist Minotaurus. Noch eine Illusion, die mir Angst einjagen soll. Darauf falle ich nicht noch einmal herein. Wo jagt dem das denn bitte Angst ein? Habt euch nicht so. Du hier mit deinem magischen Überfaden. Und das jetzt schon wieder. Finde Paar, um die Fledermosse zu besiegen. Ich habe das Gefühl, zum Ende hin sind ein bisschen die Ideen für die Minispiele ausgegangen. Kann das sein? Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir einfach nur hier irgendwelche gleichen Paare suchen. Das sieht, glaube ich, recht gleich aus. So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Das da? Hier? Quatsch. Ja. Ah, zählt das in Errungenschaften? Sehr schön, sehr schön. Errungenschaften freut einen immer. Beende alle Minispiele ohne Lösen zu benutzen. Wir haben alle Minispiele durch. Mir bleibt nicht viel Zeit, bevor er seine volle Macht wiedererlangt hat. Ja, so machtvoll sieht er noch nicht aus. So, was haben wir denn hier alles? Ein Glaskopf. Ohne Krone sieht diese Kristallschädel recht karg aus. Oh, wenn er Glück hat, kriegt er den noch. Vielleicht kann mir hier meine mechanische Freundin weiterhelfen. Ja, momentan nicht. Habt keine Angst. Ich werde niemals zulassen, dass der Minotaurus eure Seelen verschlingt. Och. Also mir, unseren glückseligen Freund, wäre es nicht so schade. Oh, und die zwei. Oh mein Gott. Wen juckt's, ne? So. Ja gut, komm. Hol mal die Krone. So, die kommt hier auf den Kristallschädel. Jawohl. Was kriege ich denn jetzt? Zepter. Ah, okay. Nun kann ich mir das genauer ansehen. Ah, Wimmelbild, okay. Ach so, wir brauchen ja auch den Aufziehschlüssel. Richtig, richtig. Okay, was haben wir denn hier alles? Das passt irgendwie nicht. Sehe ich auch so. Gottes Willen, was soll ich denn hier alles finden? Fleur de Lis. Was ist das? Blatt, Feder, Flügel, Krone. Wir suchen erstmal die normalen Sachen. Feder, Flügel. Ist hier eine Krone? Ach hier, das ist die Fleur de Lis. Okay. Initialen. Okay. Aber Blatt. Das ist halt immer die Frage in so einem Spiel. Was für ein Blatt? Ein Blatt Papier? Ein normales Blatt? Keine Ahnung. Hier ist erstmal die Krone. Ach, hier ist das Blatt. Okay. Schleife. Da. Kami. Was auch immer das ist. So. Der kommt hier rein. Der Aufziehschlüssel, den haben wir schon mal. Das ist gut. Ja, machen wir hier wieder zu. Da ist der Löffel. Und... hier die Taschenuhr. Oh, Löffel.
Löse alle Wimmelbildrätsel ohne Tipps zu verwenden. Sehr schön. Wart mal ab, ich habe da noch ein Wörtchen mitzureden. Beziehungsweise meine kleine Zaubereule hier. So, Zaubereule, Flieg und Sieg. Verschlossene Lampe. Ich muss das Schloss schmelzen. Warte. So, und lass mich raten, jetzt muss ich da den anderen Stein einsetzen. Jetzt... Vielleicht so? Ah! Na dann! Mach's gut! Hallo! Ah, jetzt! Ja, ihr Lieben, das war also Endless Fables, der Flug des Minotaurus. Und wie ihr natürlich sehen könnt, habe ich mir natürlich wieder die Sammleredition geholt. Das heißt, auf jeden Fall wird da noch das Bonuskapitel kommen. Da könnt ihr aber mal einen drauf lassen. So, ich muss sagen, war kurz und knackig. Die Wimmelbilder haben mir ganz gut gefallen. Rätsel war halt wieder zum Ende hin. Hat sich doch sehr oft wiederholt. Gerade zum Beispiel dieses eine, wo man halt immer diese Paare finden mussten. Das war dann ein bisschen lahm, aber ansonsten. Und ich muss sagen, das war jetzt mal ein Wimmelbild, wo mir auch die Musik sehr gut gefallen hat. Also, musikalische Untermalung tipptopp. Ich meine, gut. Von der Story her kann man da immer jetzt nicht so viel erwarten bei diesen Wimmelbildspielen. Die sind halt immer recht vorhersehbar, aber mir gefällt es trotzdem. Und es war auch recht schön gezeichnet. Also muss man sagen, hier der Hauptpublisher Artifex Mundi, also was Wimmelbild angeht, das können sie halt, ne? So. Sind jetzt unsere Credits bald mal vorbei? Irgendwie nicht. Kleiner Tipp schon mal, es gibt auch wie bei... Wie hieß das nochmal, was wir da vorgespielt haben? Eventide, genau. Gibt es ja auch drei Teile. Ich weiß noch nicht, ob wir den zweiten direkt im Anschluss spielen. Das muss ich mir noch überlegen. Weil bei Eventide haben wir es ja genauso gemacht, aber das war ja leider nur so ein bisschen ein Abklatsch vom ersten Teil. Wir waren ja immer ein und dieselben Rätsel und Wimmelbilder und so versteckt. Das war nicht so schön. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber wir spielen danach erstmal das Bonuskapitel und dann schauen wir mal. So. Ich glaube, jetzt haben wir die Credits geschafft. Und sie gehen wieder von vorne los, alles klar. So. Es lädt. Ja, hier ganz viele tolle andere Spiele von Artifex Mundi. Das ist super. So, und wir haben das Bonuskapitel freigeschaltet. Und ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.